Ich kann gerade nicht. Ich bin in einem Live-Interview. Ich habe immer mir gewünscht, dass ich mein Leben lang lernen darf, kann und dann dafür dann auch noch bezahlt werde. Also in der Politik werden wir dich nicht mehr erleben, wahrscheinlich. Vorläufig nicht. Okay, Du weißt vorläufig das ja nicht. nie. Also Okay. es gibt immer die, also ich kenne das von vielen Journalistinnen und Journalisten auch, dieses Vorurteil, dass man mit der größten Krawallgeschichte am meisten verkauft. Das ist im Finanzmarkt jedenfalls nicht so. Also wenn Sie noch kein Solardach haben, 30 kW Peak können Sie aufs Dach setzen jetzt, können dann Strom selber verbrauchen oder verkaufen an den Stromanbieter. Und Sie müssen Ihr Leben lang das, was Sie als Einnahmen haben, nie wieder versteuern. Wie siehst du das im Rückblick? Uniprofi-Rente, war das so gutes Produkt? Jedes Verbraucherministerium eines Bundeslandes will das. Ja. Die meisten Finanzministerien eines Bundeslandes wollen Richtig. das. Diejenigen, die nicht mal zur Tagung kommen, sind die aus dem Kultusministerium, die eigentlich zuständig Ah sind. ja. Ich begrüße heute einen ja ziemlich prominenten Gast bei mir. Es ist Hermann Josef Tenhagen und er ist der Verbraucherschutzexperte und ich glaube, fast jeder von uns hat ihn schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Auch ich habe ihn im Laufe dieser Woche irgendwo zufällig gesehen, bei NTV, glaube ich, war es. Denn er kann wunderbar erklären alle Themen rund um den Verbraucherschutz. Da ist er der gefragte Experte. Ich meine aber, ein bisschen Schwerpunkt Finanzen ist da schon dabei, denn er war 15 Jahre lang Chefredakteur von Finanztest, also die Zeitschrift von Stiftung Warentest. Und ist aber seit 2014 der Chefredakteur von Finanztipp, was mittlerweile ja auch eine Institution ist, die man kennt, und hat da wirklich was Großes aufgebaut. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist und sich meinen Fragen stellt. Herzlich willkommen, Hermann Josef Tenhagen. Gut, ja, lass uns mal loslegen. Legen wir doch mal los, ne? Ich habe also einige Fragen jetzt aufgebaut und ich wollte einfach mal starten, ja, mit der Frage, du wirst ja praktisch permanent irgendwo eingeladen zu irgendwelchen Ratgebersendungen, bist ja auch der ideale Traumgast, weil man ja dich ja fast alles fragen kann. Da wollte ich dich fragen, wie schafft man es eigentlich, in den ganzen unterschiedlichen Bereichen vom Verbraucherschutz, und das ist ja ein großes Spektrum, wie schafft man es da eigentlich immer so, ja, sich in allen Bereichen da gut auszukennen, dass man da eben auch ganz sicher die Antwort geben kann? Sag mal, wie das funktioniert. Also es funktioniert eigentlich auf zwei Arten. Das eine ist ein Team. Also wir haben ja bei Finanztipp ein Team. Wir sind insgesamt jetzt fast 80 Leute und da sind ungefähr 30 Leute, die redaktionell arbeiten. Das heißt, ich habe vor so einem Auftritt immer die Chance, eine Kollegin und Kollegen zu fragen, sag mal, wie ist denn das genau? Was haben die da zuletzt dran geschraubt? Ich kann natürlich unsere Ratgeber anschauen, die sind immer aktuell gehalten. Das heißt, ich muss den Kollegen nicht mal erwischen. Normalerweise ist der Text, den wir da haben, 4 Wochen alt maximal, sodass ich da das Grobe auf jeden Fall finde. Und ich mache das Ganze jetzt seit Ende der 90er Jahre als Verbraucherjournalist. Also 25 Jahre Erfahrung machen sich natürlich auch bemerkbar. Das Ich habe, heißt, glaube ich, über jedes Thema schon mal gesprochen, über jedes Thema schon mal geschrieben und mit ganz, ganz vielen Leuten mich über einzelne Themen auch schon mal gestritten. das glaube ich direkt. Das heißt, du ahnst wahrscheinlich auch schon, was da für Fragen kommen werden und holst dir dann entsprechend vielleicht noch ein paar Leute, um dich da praktisch aktuell zu machen und dann bist du fit für die Fragen, die da kommen. Ja, das ist ja ganz, 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 ganz viel davon ist ja auch eher, wie soll ich sagen, grundsätzlich, wie gehe ich denn mit dieser Frage um, mit dieser Herausforderung? Und also der Kern ist einfach, das einfach zu machen, die Antworten einfach zu machen, weil eine der Hauptprobleme in Deutschland ist, dass Leute immer glauben, dass der Finanzmarkt kompliziert sei, dass sie das nicht ohne Experten können. Und das stimmt einfach in ganz, ganz vielen Fällen nicht. In ganz vielen Fällen kann man das ganz gut selber entscheiden. Und die Logik, die wollen mein Geld, ich will mein Geld aber lieber behalten, die ist eigentlich auch nicht so arg kompliziert. Und dann geht es eben darum, wo finde ich denn zum Beispiel ein gutes Vertragsangebot, was weniger teuer ist, also die wollen weniger von meinem Geld und was mir ein besseres Angebot macht. Das ist bei vielen Finanzdienstleistungen so kompliziert, nicht jedenfalls bei weitem nicht so kompliziert, wie Ja, es mal dargestellt wird. genau. Ja, das ist wohl so, dass da auch vieles etwas komplizierter dargestellt wird, wie es vielleicht auch sein müsste. Ja, und die große Kunst ist da, das Komplexe rauszunehmen. Und das gelingt ja immer wieder sehr, sehr gut. Gibt es denn auch Lieblingsthemen für dich oder auch Themen, die du jetzt oder Fragen, die du gar nicht mehr hören kannst?
Nee, Fragen, die ich nicht mehr hören kann. Also dann müsste ich ja mit dem Job aufhören. Ich finde ja, das ist, also wir sind als Journalisten dafür da, dass wir angerufen werden, sind wir unter anderem auch. Kein Warte mal eben. Problem. Ich kann gerade nicht. Ich bin in einem Live-Interview. Okay. So ist es immer im Dienst ist, ne? Genau. Also der Punkt ist, wenn ich das Gefühl hätte, ich mag die Fragen nicht mehr beantworten, Ja. dann würde ich mich ja aus dem Job verabschieden, weil wir machen das ja für die Leute. Also ich mache das für die Leute, um deren Fragen zu beantworten, um denen weiterzuhelfen, damit sie am Ende bessere Entscheidungen treffen und eine bessere Leistung kriegen und mehr Geld in der Tasche haben. Am besten beides. Okay, das ist auch Und eine wenn ich das nicht mehr zufriedenstellende Arbeit. möchte, dann müsste ich eigentlich aufhören. Das ist so das eine. Und das Zweite ist, es gibt halt ein paar ganz einfache Grundregeln, wo ich gerne immer was dazu erzähle, wie man mit seinem Geld umgehen kann und dass es eben nicht so kompliziert ist. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, die Leute immer wieder auch zu ihren eigenen Interessen zu bringen. Also, wie gehe ich denn damit um? Also, wenn ich jetzt viele Leute denken ja nicht so richtig darüber nach, sondern sie finden das total kompliziert, sind dann so ein bisschen erstarrt, statt darüber nachzudenken, was will ich eigentlich mit dem Geld? Was soll dann nachher damit passieren? Möchte ich in diesem Haus wohnen bleiben als 60-Jähriger? Am liebsten, bis ich den Löffel abgebe. Dann bedeutet das, ich muss dieses Haus so umbauen oder diese Wohnung so umbauen, dass das auch geht. Das braucht Geld. Und wenn ich 50.000 Euro auf dem Festgeldkonto habe, habe ich schon eine gute Voraussetzung, um dieses Haus so umzubauen, dass es geht. Und ich habe eigentlich gar nicht das Problem, dass ich nicht weiß, wohin mit dem Geld, sondern ich habe im Grunde den Plan schon vorgegeben durch meine Entscheidung, ich möchte gerne in diesem Haus auch mit 90 noch wohnen können. Du glaubst also, die Leute müssten da etwas mehr in sich hineinhören. Was will ich denn tatsächlich im Leben? Die müssten einfach das, was sie in sich hineinhören, abgleichen mit dem, was sie auf dem Konto haben. Wozu habe ich ein Tagesgeldkonto? Ein Tagesgeldkonto habe ich nicht, weil man ein Tagesgeldkonto heute hat, sondern ein Tagesgeldkonto habe ich dafür, Verstehe. dass wenn das Auto kaputt geht und dann geht der Kühlschrank kaputt und dann möchte meine Tochter auf Klassenreise, dass ich trotzdem nicht in den Dispo brauche. Und es gibt ja Sparkassen und Volksbanken und nicht nur die für den Dispo inzwischen wieder 15% nehmen. Also wenn ich das vermeiden kann, dann ist ein Tagesgeldkonto eine wunderbare Geldanlage. Es sind nämlich 15% quasi Rendite auf diese Art und Weise schon, weil ich nicht in den Dispo brauche. Genau. Und Geld ist ja kein Selbstzweck. Geld muss ja irgendwann auch mal für irgendwas da sein, für irgendeine Sache. Also das sehe ich ähnlich wie du. Ich habe auch gelesen über dich, du wärst gerne mal Lehrer geworden. Ne? Das würde ja auch dem entsprechen, was so dein Talent ist, also gut erklären zu können. Bist du jetzt froh, dass du kein Lehrer bist, oder? Ja, bin ich, ich wollte, ich habe darüber nachgedacht, als ich Schüler war. Und irgendwann bin ich dann zu dem Ergebnis gekommen, also nee, das will ich doch nicht. Aber eine der Geschichten, die mich beim Lehrersein, also jedenfalls in der Theorie fasziniert haben, habe ich in meinem Beruf als Journalist auch umgesetzt. Ich habe immer mir gewünscht, dass ich mein Leben lang lernen darf, kann und dafür dann auch noch bezahlt werde. Und ist doch super. Also sozusagen, das ist eine, wie sagt man neudeutsch, Win-Win-Situation. Also lernen, aber auch dann das Wissen weitergeben. Lernen und das Wissen weitergeben, sozusagen, aber sozusagen für das Lernen und für das Weitergeben des Wissens bezahlt zu werden, ist doch großartig. Also ich bin total neugierig. Ich kann ja diese Neugierde befriedigen. Ich kann mich mit den Dingen beschäftigen, kann versuchen, das zu verstehen. Verstehen testet man am besten, indem man versucht, das jemand anders zu erklären. Ja, das ist Wenn der richtig. das begreift oder die das begreift, dann ist Ja, man schon relativ weit gekommen genau. mit dem Verstehen. Wenn die Leute, die einem zuhören, das noch nicht begriffen haben, dann hat man noch ein bisschen was zu tun am Verstehen eigentlich auch, weil es ist noch nicht so klar, dass man es auch erklären Ja. kann, wie es ist. Meistens merkt man es ja erst beim Erklären, dass man das noch nicht ganz vielleicht verstanden hat, wenn man es jemand anderem erklären muss. So ist das, ja. Ja, ich habe auch gelesen, also du hast auch Politik studiert, ne? Und da habe ich mir gedacht, eigentlich grundsätzlich wärst du ja auch gut geeignet in der Politik, weil gut erklären, ja, du kannst das gut formulieren, ja, bist eine sympathische Erscheinung, ja, also alles Dinge, die einem vielleicht als Politiker ja auch geholfen hätten. War das nie ein Thema für dich? Das war erstmal kein Thema für mich, weil ich habe damals Politik tatsächlich studiert, weil ich verstehen wollte, wie unser System funktioniert.
Hast du es verstanden? Weil ich war immer, bin zu dem Ergebnis gekommen, also das ist nicht optimal. Leute, die wenig Geld haben, denen wird zu wenig geholfen. Manche Leute verdienen irre viel Geld und müssen nicht hinreichend viel Steuern zahlen. Das ist alles noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Also wie ich mir das als Teenager so als gerecht vorgestellt habe. Und das, da sozusagen die Logik war für mich, okay, jetzt muss ich mal verstehen, wie das funktioniert, weil wenn ich verstehe, wie es funktioniert, dann kann ich es auch verändern. Und das war sozusagen ein Teil davon. Und der zweite Teil davon ist die Frage, wie verändere ich denn am einfachsten? Und nun könnte man auch sagen, man geht in eine Partei und versucht als Politiker oder Politikerin Sachen zu verändern. Wie soll ich sagen, ich bin ja sehr neugierig und manchmal ist das ja so, dass das nicht immer so ist, wie die Partei sich das vorstellt. Und Parteiraison wäre, glaube ich, nicht das Projekt, wo ich gut mit klarkäme. Von daher ist Journalismus viel, viel besser, weil dann kannst du immer wieder aufs Neue versuchen, auf den Boden zu kommen und rauszufinden, wie es ist und den Leuten dann tatsächlich zu sagen, wie es ist. Und vor allen Dingen auch, und das finde ich ganz wichtig am Journalismus, den Leuten zu helfen, damit auch gut umzugehen. Ich habe eine hohe Bewunderung für Lokaljournalistinnen und Journalisten, die das können, die in ihrer Kommune eben auch sagen können, wenn der Sparkassenchef Mist baut oder der Oberbürgermeister, der da Verwaltungsratschef der gleichen Sparkasse ist, wie soll ich sagen, auch der Sparkasse, wo er sozusagen der oberste Aufseher ist, nicht beibringt, dass die sich um ihre Kunden kümmert, sondern dass den Chefs dort das Gehalt zu hoch ist, also zum Beispiel mehr als die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler. Ja. Ja gut, in der Politik kann man dann vielleicht doch direkt noch etwas mehr bewegen zunächst, aber gut, indirekt über Journalismus ist es auch möglich, ja, indem man die Leute aufklärt und da vielleicht Druck erzeugt auf die Politik. Ja, das ist ja immer also wie gesagt, ich finde erstmal aufklären ist super, ne? Den Leuten selber helfen, dass sie es verstehen können und dass sie es dann verändern können. Und das ist mein Weg die letzten 30 Jahre gewesen. Ich habe mich nie davor gescheut, also wenn Politik, also demokratische Parteien, mich eingeladen haben, um ihnen nochmal zu erklären, wie aus der Sicht eines Verbrauchers sich also ein Sachverhalt darstellt, das nochmal zu erklären und vielleicht auch mal einen Hinweis zu geben, wie das besser funktionieren könnte. Das kann man ja immer machen, als aufgeklärter Bürger und auch als Teil dieses Gemeinwesens, wo man ja den Politikerinnen und Politikern auch dabei helfen kann, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Okay, also in der Politik werden wir dich nicht mehr erleben, wahrscheinlich. Vorläufig nicht. Okay, Ich weiß vorläufig das ja nicht. nie. Also, Okay. ich bin als Journalist, als ich als Journalist anfing, gab es ja Leute, die sagen, na, was planen wir denn fürs übernächste Jahr? Und ich habe damals immer gesagt, scherzeshalber als junger Mann, übernächstes Jahr könnte ich ja tot sein. Also lass uns mal über die nächste Woche Also nachdenken. hältst du alles so ein bisschen Und offen auch. ich bin jetzt 60, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Also mein Papa ist 93, da kann man noch ein paar Dinge tun in der Zeit. Auf jeden Fall, ne? Also in der Politik beginnt ja die Karriere erst im höheren Alter meistens, ne? Also von daher könnte da noch was kommen bei dir. Also wir werden es ja sehen, ne? Wir beobachten das mal, was da noch kommt. Da bist du aber noch weiterhin auch tätig, ja auch in wichtigen Ämtern, wie jetzt habe ich gesehen, im Aufsichtsrat der TAZ und im Aufsichtsrat bei Greenpeace, wenn das stimmt. Ja, Okay, was macht stimmt. man denn da so? Naja, also ich bin von Hause aus, bei der TAZ sorge ich dafür, dass der Arbeitgeber, der mir den Weg in den Journalismus geebnet hat, der mir ermöglicht hat, als junger Journalist tolle Arbeit zu machen, alles schon zu können, also Minister zu interviewen, sozusagen mich mit den großen Fragen zu beschäftigen, dass der immer weiter existiert und als publizistische Instanz weiter existiert. Aufsichtsräte sind ja dafür zu sorgen, dass der Laden weiterläuft und dass der Laden wirtschaftlich weiterläuft. Und das ist die Aufgabe, die ich bei der TAZ habe. Das ist übrigens auch die Aufgabe bei Greenpeace. Wenn es Greenpeace nicht gäbe, müssten sie erfunden werden. Und auch die müssen aber natürlich sozusagen ordentlich strukturiert sein. Man muss gucken, dass das vernünftig alles funktioniert und dass da nichts in die Grütze geht nach Möglichkeit, was man mit Organisation verhindern kann, dass es in die Grütze geht. Wie viele Aufsichtsräte gibt es Anders da? als man sich das vor, anders als man sich das vorstellt, ist man als Aufsichtsrat normalerweise nicht dabei, also jedenfalls ich nicht,
irgendwie operativ zu sagen, aber ihr müsst jetzt aber bitte diese Kampagne machen und ihr müsst euch mit jenem Thema beschäftigen. Das ist nicht der Job, sondern der Job ist zu sagen, okay, wie sorgen wir dafür, dass die 600.000 Leute, die bei Greenpeace sind, sind mehr als in jeder Partei in Deutschland, soweit ich dazu überblicken kann, dass die, die da gespendet haben, die haben ja eine Vorstellung davon, dass dieses Spendengeld vernünftig eingesetzt wird. Ist eine gemeinnützige Organisation auch. Das heißt, da gibt es also auch noch erhöhte Standards, was das angeht, dass das Geld vernünftig eingesetzt wird. Und da gucken wir danach. Und bei Greenpeace in dem Fall ist es auch so, dass ungefähr fast die Hälfte des Geldes tatsächlich in internationale Arbeit geht. Das heißt, damit wird Umweltarbeit in Brasilien oder in China oder in Südostasien oder Lateinamerika oder wo auch immer sonst finanziert. Und auch da muss man natürlich darauf achten, dass das vernünftig funktioniert. Wie viel Aufsichtsräte gibt es denn da? Kann man da, muss man sich da abstimmen mit den anderen? Sieben? Okay. Ja. Also bei der Taz sind wir zu dritt und bei Greenpeace sind wir zu siebt. Und natürlich stimmst du dich ab. Und es ist übrigens ein Ehrenamt. No money whatsoever. Okay, ist ja auch ein wichtiges Thema, also. Ja, ja, natürlich. Muss auch so sein. Also in der Rolle, in der ich bin, finde ich, sollte ich keine bezahlten Ehrenämter wahrnehmen. Also auch keine, wo es so eine Aufwandsentschädigung gibt, das mache ich nicht. Wie siehst du denn jetzt als jemand, der mit Greenpeace da auch verbunden ist, so die aktuelle Tendenz letzte Generation? Ist das zu viel für deinen Geschmack oder ist das schon der richtige Weg? Also ich verstehe die jungen Leute gut. Ehrlich gesagt, wenn die Menschen um 60 sich alle um ihr Tagesgeldkonto sorgen und die Leute um die 20 sich um die Zukunft des Planeten, dann ist meine Sympathie bei denen, die sich um die Zukunft des Planeten sorgen. Das ist so. Ob die konkreten Aktionen der jungen Leute tatsächlich dazu beitragen, dass wir alle besser begreifen, dass es um die Zukunft des Planeten geht und dass wir da vielleicht das eine oder andere ändern müssen, da habe ich so meine Zweifel. Und das ist natürlich eine Diskussion, die man auch als Aufsichtsrat führt. Macht ihr euch eigentlich verständlich? Ja, ist das der richtige Weg? Ehrlich gesagt, Greenpeace macht sich verständlich. Manchmal sind sie vielleicht sogar inzwischen zu nett wo man vielleicht mal Dinge deutlicher auch sagen könnte, wenn man denn schon Greenpeace ist. Aber da war doch vor kurzem eine große Aktion von Greenpeace zum Thema Bitcoin, stimmt's? Ja, aber also jetzt, da geht es ja bei denen eher also um Finanzmärkte. Wie kann man Finanzmärkte so gestalten, dass die auch dem Fortbestand unseres Planeten dienen? Und es ist ja auch ganz interessant zu sehen, dass die also einen doch relativ renommierten Fondsmanager bei einer großen Fondsgesellschaft eingekauft haben, der sich bei denen um genau dieses Thema kümmert. Also wie können wir darüber nachdenken, dass Geldanlage zu vernünftigen Zwecken eingesetzt wird. Okay, aber das Thema Krypto, da wollen wir später noch aufgreifen. Ja. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal so zurückblicken mit dir auf die Entstehungsgeschichte von Finanztipp. Also wie kommt denn das, dass jemand, der Chefredakteur ist bei Finanztipp, was ja auch unheimlich renommiert ist, so diesen Schritt wagt, jetzt nochmal zum Startup zu gehen? Also Finanztipp war ja wirklich damals ein kleines Startup, ja, und ein wirkliches Abenteuer. Was hat dich denn da geritten damals? Oh, was mich geritten hat, war relativ einfach. Finanztest ist super und die Kolleginnen und Kollegen haben eine super Arbeit gemacht. Ich fand nur, wir waren viel zu wenig im Netz, also im Internet. Wenn alle Leute ihre erste Information bei Google beziehen, dann musst du als Organisation, die denen da helfen will und die dafür sorgen will, dass sie die richtigen Informationen bekommen, musst du bei Google sein und zwar nicht bei Google auf Platz 37, wo dich keiner wahrnimmt, sondern auf Platz 3, 2 oder 1. Und das war mit der Stiftung, also vor 10 Jahren, einfach schwierig. Da habe ich eine lange Diskussion intern auch gehabt, zumal sie also Finanztest als Marke im Netz gar nicht stattfinden lassen wollten, nur test.de. Was waren die Bedenken? Datenschutz oder? Lippenstift und Lebensversicherung auf der gleichen Webseite sucht man einfach nicht. Ja. Und das war einfach zu wenig und nachdem das hat mich angestrengt. Ja. Und dann gab es dieses Angebot, ich könnte mich doch mal mit dieser Idee Finanztipp beschäftigen. Und es gab zwei Dinge, die mich gleich am Anfang fasziniert haben.
Die beiden Gründer, die also erstmal das Geld auch zur Verfügung gestellt haben, haben sehr klar gesagt, dass die Leute eigentlich Informationen, Lösungen wollen. Im Finanzmarkt wollen die Leute Lösungen. Es gibt immer die, also ich kenne das von vielen Journalistinnen und Journalisten auch, dieses Vorurteil, dass man mit der größten Krawallgeschichte am meisten verkauft. Das ist im Finanzmarkt jedenfalls nicht so. Da wollen die Leute eine Lösung haben. Wenn du denen schreibst, alle Banken beraten schlecht, machst das auf dem Titel und du willst 8 € für das Heft haben, dann sagen die Leute ja, wozu soll ich denn 8 € bezahlen, um zu wissen, dass alle Banken schlecht beraten? Brauche ich nicht. Tun die einfach nicht. Die Leute wollen tatsächlich Lösungen. Das hatten die beiden, Ja, Robert und möglichst Markus, konkret. begriffen, möglichst konkrete Lösungen. Und das Zweite ist, dass sie gesagt haben, sie wollen das kostenlos anbieten. Also, und das fand ich nun auch faszinierend, weil eins meiner Vorurteile, wenn du so willst, war immer oder ist, dass viele Leute, die besonders davon profitieren würden, wenn sie diese Finanzinformationen zur Kenntnis nehmen würden, wenn sie das lesen würden, dass die nicht bereit sind oder auch nicht in der Lage sind, zum Teil finanziell, sich die Informationen zu kaufen. Und wenn das dann kostenlos angeboten wird, dann ist das erstmal super. Das waren die beiden wichtigen Punkte vorneweg. Und dann war Also natürlich die wolltest was Frage, bewegen, also mehr bewegen ja, als bisher. das war ja die Idee mit, warum, also warum ins Netz? Warum bei Google auf Platz 1 sein, nach Möglichkeit zum Stichwort Tagesgeld oder so. Da wollte ich was bewegen und da waren die, also sozusagen, das war von den beiden Gründern eine gute Idee, fand ich eine super Idee zu sagen, okay, wir machen das erstens kostenlos und zweitens, wir wollen tatsächlich also denen die Lösungen anbieten. Das fand ich auch beides völlig richtig. So, dann ist die Frage, wie glaubwürdig sind die denn? Also wenn da zwei Leute, die schon wirtschaftlichen Erfolg gehabt haben mit anderen Firmen, wenn die auf dich zukommen und sagen, sie wollen sowas machen, glaube ich denen das jetzt oder wollen die dann hinterher sozusagen noch eine neue Firma haben, bei der sie dann auch viel Geld verdienen wollen? Und dann war, das war ein Teil der Diskussion vorneweg und dann haben die beiden gesagt, nee, nee, das ist nicht das Ziel. Dann habe ich gesagt, ja, damit man euch das glaubt, müssen wir das aber formalisieren. Und dann haben wir da aus der GmbH, die es schon gab, eine gemeinnützige GmbH Also die gemacht. wollten unbedingt dich haben, ne? Die wollten unbedingt dich Ja, haben. genau. Und das hatte dann den Charme, also eine gemeinnützige GmbH, das ist ja dann so, die darf ja keine Gewinne an die Eigentümer abführen. Und das war für mich erstmal ein Wort, da kann man mit umgehen. Und dann haben die tatsächlich auch Millionen erstmal als sozusagen unbesicherte Nachrangdarlehen in diese GmbH gesteckt, damit wir das aufbauen konnten. Und dann haben wir das auch gemacht und dann ist das groß geworden. Und dann haben wir zwischendrin überlegt, wie kann das denn jetzt weitergehen und wie kann man das verstetigen? Und inzwischen ist das Ganze eine gemeinnützige Stiftung mit dem Ziel, Finanzinformationen für Verbraucherinnen und Verbraucher bereitzustellen. Und das heißt also, diese gemeinnützige GmbH ist quasi in die Ewigkeit perpetuiert, wie das so mit Stiftungen ist, Ist wenn man jetzt Eigentum der Stiftung, ne? Also ist Eigentum von der Finanzamt ist Finanzstiftung. Eigentum genau dieser Stiftung, sodass das auf alle Ewigkeit festgelegt ist, dass wir da nur vernünftige Sachen machen können und damit niemand anders reich wird, sondern hoffentlich alle da draußen ein ganz klein bisschen reicher. Ja, also das gehört der Stiftung, hundertprozentige Tochter, und die ist, der Zweck ist Finanzbildung und Aufklärung, ne, so in Genau. die Richtung. Aber Genau. trotzdem, es war doch damals schon ein Wagnis, oder? Also du konntest da ja damals nicht 100% wissen, ob das funktioniert. Also es war schon ein Nee, Abenteuer. das konnte ich nicht, aber also mein Gott, wenn man nichts wagt oder wenn man Ja, nichts ich bin da ganz ausprobiert, dann bei kommt auch dir. nichts bei raus. Ja, Und ich habe mal ja. mit meinem Papa gesprochen, also ich komme vom Bauernhof. Und habe dem nochmal erzählt, wie das so ist mit dem Internet. Und im Internet beschäftigt er sich nicht mit. Aber das Beispiel, was ich ihm gesagt habe, hat er verstanden. Ich habe gesagt, also wenn du eine Zeitschrift machst, dann hast du im Augenblick jedes Jahr, selbst wenn du erfolgreich bist, immer ein bisschen weniger Auflage. Und stattdessen gehen die Leute ins Netz lesen. Hättest du denn einen Bauernhof weitermachen wollen, würde jedes Jahr eine Kuh weniger melken darfst? Da hat er gesagt, nee, hätte ich auch nicht machen wollen. Und Okay. ja, genau, das war der Punkt. Ja, aber du bist ja eigentlich ziemlich überzeugend, finde ich. Konntest du das damals nicht bewegen dort, die zu überzeugen? Oder was waren die Bedenken eigentlich? War das Datenschutz? Wir wollen nicht ins Internet. War das der Grund, warum man das Nein, damals? das ist immer,
Also du musst dir immer vorstellen, so eine Organisation, die hat ja mit irgendwas große Erfolge gehabt. Und sozusagen die Stiftung Warentest hat große Erfolge mit ihren Inhalten gehabt und hat die immer noch und hat diese Erfolge aber mit einem Konzeptzeitschrift gehabt. Und die ganze Struktur damals noch mehr als heute ist auf dieses Konzept Zeitschrift, was erfolgreich war, zugeschnitten. Und so ein Konzept zu ändern und was neu zu machen, ist schwierig. Und es geht immer viel besser auf der grünen Wiese, nochmal was neu zu denken und neu zu konzipieren, als in so, aus so einer Struktur. Und das war der Grund damals. Und ich, wie gesagt, also ich mag meine alten Kolleginnen und Kollegen nach wie vor. Die machen inhaltlich auch eine gute Arbeit. Da habe ich überhaupt Absolut, gar ja. kein. Gar kein Dissens eigentlich, aber es war damals mit dem Internet und dann auch mit Finanztest war das nicht so möglich und dann kommt da was bei raus. Ich glaube, da hat man mittlerweile auch ein bisschen umgedacht, ne, und hat da auch sich etwas mehr digitalisiert noch. Aber damals wäre jetzt rückblickend auf jeden Fall auch der richtige Zeitpunkt vielleicht gewesen, da mehr anzugreifen. Ne? Aber gut, dann haben sich die Wege halt getrennt, freundschaftlich dann. Ne? Und jetzt ist eben Finanztipp mittlerweile ja auch einer der ganz großen Anlaufstellen neben Stiftung Warentest und bei den Verbraucherzentralen. Ja, ganz interessant, da mal mit dir drüber zu reden, wie das damals war. Es war ja schon ein Aufregerthema damals. Ne? Wie kann der jetzt von Finanztest da weggehen? Habe ich jetzt gelesen im Nachhinein. War, glaube ich, jetzt nicht bei allen so auf Ja, das freudige. gab schon Leute, die das nicht so toll fanden. Aber ja, jetzt mal ganz ehrlich, also wir sind jetzt im Augenblick bei 60, 70 Millionen Seitenaufrufen. Also Besuche von irgendwelchen Ratgebern jeden Monat. Pro Monat. Nee, nee, im Jahr. Im 60 bis Jahr. 70 Millionen Seitenaufrufe von den Ratgebern, also die werden 60 bis 70 Millionen Mal aufgerufen. Wir haben einen Newsletter, der wird jede Woche an 1,25 Millionen Menschen verschickt. Und von irgendwas zwischen 450 und 600.000 Leuten aufgemacht. Das sind einfach, das ist mal ein Wort. Also die Leute lesen das und das ist das, was man als Journalist ja nur wollen kann. Wir machen die Informationen ja nicht fürs Tagebuch, also, sondern wir machen das, damit die Leute das zur Kenntnis nehmen können. Und wenn ich eine Möglichkeit habe, vielen Leuten das zur Kenntnis zu bringen und denen damit weiterzuhelfen, dann tue ich das. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir immer intensive Medienarbeit gemacht haben. Also warum, ich mache ja ARD, ZDF, RTL, Sat.1, was auch immer, viel Radio auch, und immer mit dem gleichen Ziel. Ich möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Chance haben, die Informationen zur Kenntnis zu nehmen und damit zu arbeiten und ihr eigenes finanzielles Wohlergehen da auf die Art und Weise zu befördern. Okay, du hast eben von den Gründern gesprochen. Ich habe da auch jetzt ein bisschen recherchiert. Das war HW Capital, das ist eine Investmentfirma, ne, aus München. Die Also haben. das ist, nein, das ist, HW steht für Haselsteiner und Ja, Wohlsdorf, das sind also die für Gründer. Markus und Robert. Das ist deren persönliche Firma, genau, und die haben in Nullerjahren mal Interhyp, also diese Baufinanzierungsportal, gegründet und haben das für viel Geld an eine Bank verkauft und sind seitdem, wie man so schön sagt, wirtschaftlich selbstständig. Ja, also die haben auch noch andere Dinge im Finanzbereich da jetzt aufgebaut und weitergemacht und die geben ja auch auf der Seite an, dass das Finanztipp-Projekt damals eher unter Philanthropie läuft, ja, also das war sowas für die Gesellschaft, ja, Genau. zurückzugeben. Gibt es denn noch Kontakt zu den Gründern oder ist das vollkommen losgelöst von denen jetzt? Nein, nein, die sind sehr aktiv, die helfen auch weiterhin. Die sind als Zero-Dollar-Mann, wie man so schön sagt, auch sehr aktiv. Vor allen Dingen Markus ist das ein Riesenprojekt, dem ist das total wichtig und er freut sich wie Bolle, dass das so gut funktioniert und versucht uns dann auch immer weiterzuhelfen. Okay. Und der ganze Betrieb von euch, du hast ja gerade 80 Leute habt ihr, ne? Das refinanziert sich mal beim Thema Affiliate Links. Das ist ja ein großes Thema. Da wollen wir auch noch kurz drüber reden. Das heißt, ihr kostet ja nichts. Ihr habt viele Informationen für die Leute, sehr konkret, wie du ja sagtest. Die Leute wollen es ja konkret. Und er verdient dann aber, und da wollen wir drüber reden, wenn die Leute eben auf irgendeine Empfehlung klicken. So, jetzt liegt natürlich der Verdacht sofort im Raum. Ja, hier, die sind fremdgesteuert. Jetzt läuft das aber bei euch nach einem Prozess, der ist irgendwie getrennt voneinander. Wenn du das vielleicht mal noch erklären könntest, wie das funktioniert. Ja, das ist relativ einfach. Der Redakteur oder die Redakteurin
stellt fest, es gibt also eine Frage, wie komme ich an eine vernünftige Haftpflichtversicherung? Dann schreibt dieser Experte, Redakteur das auf und versucht also möglichst klug aufzuschreiben, wie man an eine richtige Versicherung kommt, entweder indem man das am Schluss mit einer Datenbank macht oder indem man konkrete Produkte sich ausguckt, die er oder sie für die besten hält. Dann haben wir einen wissenschaftlichen Leiter, den muss er erstmal überzeugen. Wir haben eine extra Abteilung, die guckt, dann ist das belastbar. Also sind die Argumente, die ja jeweils in diesem Ratgeber drinstehen, warum ein bestimmtes Produkt das Beste sein muss, ist das eigentlich wissenschaftlich belastbar? Kann man da drauf setzen? Und diesen Prozess, diesen Arbeitsprozess, Redakteur, wissenschaftlicher Leiter, ein paar Leute, die nachrechnen und dann natürlich das Übliche, dann ein Ressortleiter und Schlussredakteur, der dafür sorgt, dass das alles verständlich ist, oder eine Schlussredakteurin. Das haben wir dann also erst, wenn das fertig ist und da kommt dann jetzt eine Empfehlung bei raus. Dann haben wir eine Abteilung, die sich mit den Firmen, die dieses konkrete Produkt verkaufen, wenn es denn um ein konkretes Produkt geht. Manchmal geht es auch darum, zu sagen, so komme ich an sozusagen bestimmtes Geld von der Behörde. Mhm. Aber wenn es um ein konkretes Produkt geht, gibt es dann, wird dann Kontakt zu der Firma aufgenommen, ob die dieses konkrete Produkt, also wenn wir es direkt durchleiten zu denen, und zwar nur dieses Produkt, ob die das verlinken lassen wollen. Mhm. Und wenn sie das wollen, dann machen wir das und dann gibt es dafür Geld. Wenn sie das nicht wollen, bleibt die Empfehlung trotzdem bestehen, und wenn man auf den Seiten nachguckt, sieht man das immer mal wieder, dass es da gibt es dann 4 Empfehlungen oder 3 oder 5 und da sind immer wieder Einzelne dabei, die nicht verlinkt sind. Das ist einfach deswegen so, weil wir das Produkt für super halten, also der Experte, die Expertin, die Firma aber aus welchen Gründen auch immer nicht bereit ist, das zu verlinken, und dann muss das eben so dastehen. Und das bedeutet für den Verbraucher, für die Verbraucherin oder den Verbraucher hinterher, eigentlich nur diesen extra Schritt. Man muss dann eben gucken, wo man das herbekommt, ob man es bei der Firma selber bekommt oder ob man bei irgendeinem Außendienstler das kriegt. Und vor allen Dingen, dass man auch genau das kriegt, genau, den was Tarif. Wir empfohlen haben, und nicht, da ist ein Tarif, der im Schaufenster ist, weil er richtig gut ist, und verkauft wird einem dann aber was komplett anderes. Also da immer genau auf den Tarif schauen, den er da vielleicht gerade empfiehlt, und ja, eben nichts anderes, aber das ist ganz wichtig, weil das ist ja auch ein Teil des Geschäftsmodells mancher Anbieter, dass man dann gleich ein halbes Dutzend unterschiedlicher Produkte im Rennen hat, und da gibt es welche dabei, die sind toll, und da sind welche dabei, da kann man nur die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Ist bei Finanztests ja auch so, wenn da irgendwelche Tarife getestet werden, ist auch immer genau der Tarifname dabei, und um den geht es dann eben auch und nicht nur um einen anderen. Das heißt, das setzt da auch so ein bisschen vielleicht auf die, also beziehungsweise das Argument ist halt, die Leute sind vielleicht träge, sind da jetzt zwei Anbieter genannt, der eine ist verlinkt, der andere nicht, dann wird wahrscheinlich der Großteil auf den Verlinkten gehen, weil es dann eben einfach bequemer ist, dahin zu kommen. Das ist, also ich meine, das entscheiden wir ja nicht. Ja, das entscheidet der Anbieter, ob er das bezahlt. Das entscheidet der Anbieter, und wenn der Anbieter sagt, nee, will er nicht, dann was sollen wir machen? Da machen wir jetzt keine Bocksprünge, sondern wir sagen einfach nur, erstmal wir sagen nur, was wir empfehlen können, und dann müssen die Anbieter entscheiden, ob sie der Meinung sind, dass sie diesen Verlinkungsweg gehen wollen. Ja, ist ja für euch wichtig, dass die Bereitschaft auch bleibt, bei den Anbietern das zu tun, weil sie ja wissen vielleicht, ja, die listen mich auch so, aber die setzen dann vielleicht auf die Trägheit der Leute, die dann halt vielleicht eher zu dem gehen, der verlinkt ist dann, ne? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen tatsächlich so wie bei der Stiftung, die machen ja Qualitätsurteile, ne? Und dann schreiben die das irgendwo auch drauf, und sozusagen diese Art von Verlinkung, genau, sorgt halt auch dafür, dass die Anbieter das ganz gerne machen. Es gibt nur einen Aspekt, den wir dann immer mal wieder hören, und da gibt es dann auch den einen oder anderen Anbieter, der sagt, nee, brauchen wir nicht mehr, weil wir informieren ja die Leute gut. Und es kommt auch schon mal dabei heraus, dass so ein Anbieter ein Geschäftsmodell hat, wo das Produkt tatsächlich wunderbar ist und im Schaufenster steht, aber die Idee dahinter ist eigentlich, dass der Kunde dann an anderer Stelle das Geld im Laden lassen soll. Und unsere Leserinnen und Leser, die dann da kommen, sind oft so gestrickt, dass sie das Geld aber an der anderen Stelle im Laden nicht lassen, sondern sagen, ich nehme dieses wunderbare Produkt gerne mit. Aber ich bin überhaupt nicht willens oder bereit, jetzt irgendwie an anderer Stelle bei euch das Geld dazulassen für irgendwas, was ich gar nicht haben wollte. Von daher kommt es schon mal vor, es gibt auch tatsächlich diese Begründung, es ist ja ganz kurzweilig, dass der einer sagt, nee, rechnet sich nicht.
Verstehe. Also die wollen dann gern, durchaus gerne weiter empfohlen werden, ist auch für die Reputation gut, aber sie wollen nicht mehr von diesen Kunden, weil die Kunden, die von uns kommen, die rechnen sich Sind dann die nicht mehr. preissensible, Ja, die sind dann ne? vernünftig aufgeklärt. Genau, so muss es ja auch eigentlich sein, ne? Der aufgeklärte Verbraucher. Es gibt nämlich da jetzt auch bei Wikipedia, das ist ja nach wie vor so die Stelle, wo man immer wieder drauf eingeht, da steht drin, weiß nicht, ob du das weißt, für Außenstehende nicht wirklich nachprüfbare behauptete Trennung zwischen redaktioneller Arbeit und Erlösorientierung ist ein Hauptkritikpunkt an der vermeintlichen Unabhängigkeit des Unternehmens. Ne, weil das hier, was du ja sagst, das sagst du uns, aber es wird ja von außen nicht so richtig ersichtlich, dass man das überprüfen könnte. Deswegen dachte ich Wir nur, haben doch, ja, doch, okay, wie? doch. Also ich meine, wir haben einen Redaktionskodex, auf den sind alle Mitarbeiter verpflichtet. Also ein Mitarbeiter, der sich mit bestimmten Aktien beschäftigt und bestimmten Anlageformen, der darf die nicht besitzen. Der darf auch keine Ehefrau haben, die in dem Bereich unterwegs ist. Also wir sind da recht streng, was das angeht und das arbeitsvertraglich kodifiziert. Also das ist schon, da gehen wir schon ganz, mit relativ harten Bandagen rein. Und es steht unter jedem Produkt, wie wir zu dieser Empfehlung gekommen sind. Und das kann man alles nachvollziehen. Also das finde ich, Steht in das Wikipedia muss so man. drin. Bitte? Steht in Wikipedia dann diese Kritik, die Ja, Hauptkritik. das wird, glaube ich, das ist ein Zitat, glaube ich, an der Stelle. Und das ist, also es gibt, wir haben immer mal wieder, wie soll ich sagen, Auseinandersetzungen mit Leuten im Vertrieb von bestimmten Produkten, die das nicht so schön finden bei uns. Ja, die Verlierer, die nicht empfohlen werden, ne? Ja, das ist halt so. Ja, klar. Naja, ist normal, dass man da immer auch ein paar Kritiker hat. Ich wollte dich mal jetzt noch so ein paar Themen aus der Finanzwelt noch dich fragen dazu, weil mich das auch interessiert, wie du dazu stehst. Und das eine ist jetzt die Sache mit Riester. Da keimt ein wenig Hoffnung, auch bei mir, dass nach der Fokusgruppe, die da jetzt getagt hat, ein großes Papier auch veröffentlicht hat, mit vielen Vorschlägen, das eine oder andere vielleicht auch doch brauchbar sein könnte. Wie siehst du das? Gibt es da für die Riester-Sparer, die vielleicht total unglücklich mit ihrem Vertrag sind, demnächst eine Lösung, einen Notausgang in was Besseres? Oder bist du da eher skeptisch, dass da nichts kommt? Also ich fand dieses Papier, 132 Seiten Ja. mit allen Anlagen, was da sonst so gibt, spannend. Ich fand es auch empirisch spannend. So richtig einig sind die sich aber nicht geworden War darüber, was schwer. da zu tun ist. Und es sind auch, glaube ich, zu viele Experten aus den jeweiligen Branchen, die da bisher ihre Brötchen mitverdient haben dabei. Was dann dazu führt, dass das mit den Vorschlägen auch nur so bedingt gut ist. Aber wenn die Empirie denn schon mal stimmt, dann kann man ja sagen, okay, es gibt wahnsinnig viele Leute, die solche Verträge haben. Und es muss dafür gesorgt werden, dass die Leute sozusagen mit dem Vertrag, vielleicht werden sie nicht mehr glücklich, aber jedenfalls kein Geld verlieren. Und wenn das gewährleistet wird, dass sie kein Geld damit verlieren, dann wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Und natürlich kann man Riester-Verträge verbessern. Das Einfachste wäre, auch bei der Kostenseite dafür zu sorgen, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Schließlich wird da Steuergeld genommen, um diese Verträge zu fördern. Ja, Und wenn der nicht zu Staat knapp. schon hingeht und sagt, wir wollen das fördern, dann kann er auch Standards definieren und sagen, wir gucken uns das mit den Kosten nochmal an. Ich meine, die BaFin, also die Finanzaufsicht, hat ja letzthin gesagt, sie findet ja, also ein Produkt eignet sich nur dann für die Altersvorsorge, wenn es mindestens Kosten erwirtschaftet und Inflation. Und dann wäre man jetzt, also die haben dann damals noch von 2% Inflation, Jetzt ist es schon schwieriger, über Zweifel Inflation nachgedacht. ne? Dann muss das Produkt vielleicht 4 oder 5% erwirtschaften, damit das vernünftig ist, also wenn man Kosten und Inflation nimmt. Und ganz viele Produkte tun das nicht. Und das könnte ja der Staat, der könnte ja sagen, dann gibt es dafür keine Förderung mehr. Und da können die Kunden zu den anderen Produkten gehen. Und wenn man dann auch noch dafür sorgt, dass nicht wieder Provisionen gezahlt werden müssen beim Wechsel, würde das dazu führen, dass die Produkte, die gut sind, größer werden. Das heißt, die Kosten, die dann notwendig sind, können sich dann auch auf mehr Kunden verteilen. Das könnte sogar noch günstiger werden. Und diejenigen, die keinen guten Job gemacht haben, die kriegen wenigstens kein weiteres Steuergeld mehr dafür. Und das landet tatsächlich möglichst bei den Kunden. Also da geht schon was. Ginge auch immer. Ich meine, immer an, in anderen Bereichen ist das so. Beispiel, was ich komme ja aus der Landwirtschaft, habe ich eben schon mal erzählt.
Was den Antibiotika-Einsatz angeht, da haben die zum Teil so Regelungen, dass der Amtstierarzt dann bei den Unternehmen immer zu Besuch kommt, wo besonders viel Antibiotika pro Tier eingesetzt wird. Man könnte sich natürlich auch vorstellen, dass die Finanzaufsicht alle 3 Monate den Versicherer umpflügt, der besonders viel Geld von seinen Kunden für Kosten haben will. Das würde dazu führen, dass sich der ein oder andere Versicherer überlegen will, entweder er will nicht dauernd umgepflügt werden oder andersrum, er guckt mal, was man mit den Kosten machen kann. Und das, also solche Mechanismen wären Also denkbar und wären auch wünschenswert. der reine Kostendeckel hätte für dich gereicht jetzt, wenn man sagt, man macht einen Kostendeckel maximal so und so viel? Nee, der Kostendeckel hätte nicht gereicht, aber der würde schon mal eine Menge bringen. Ja. Das andere ist natürlich die Frage, die von Anfang an im Raum stand, ist, was ist mit dieser Garantie? Ja. Und da kann man natürlich trefflich drüber streiten, ob man so eine Garantie eigentlich für einen Vertrag für 15 oder 20 oder 25 oder 30 Jahre wirklich braucht. Nun ist das so, die Anbieter haben ja darauf so reagiert, dass sie gesagt haben, wenn es garantiert werden muss, dann müssen sie irgendwelche bestimmten Strukturen machen, weil sie sonst das nicht könnten. Die Kunden, die sollen jetzt künftig das ohne Garantie können. Ich persönlich würde den Kunden sagen, jo, das geht locker. Wir haben uns das angeguckt bei ETF-Sparplänen oder ETFs. Konnte man, wenn man einen marktbreiten internationalen ETF auf dem MSCI gekauft hat, in den letzten 40 Jahren jeden 15-Jahres-Zeitraum im Grunde nehmen, ohne Ja. jemals Verluste. nominal einen Ja. Verlust gemacht zu haben, Ja. auf niedriger Kosten. Das hätte man den Leuten auch anbieten können. Vielleicht kriegt man das ja auch noch hin, einen Riester reinen Fonds, wo man mit ETFs sparen könnte, hinzubauen. Das wäre ja durchaus eine Innovation. Ja. Die Versicherer und die Banken haben aber die Arme immer hochgerissen und haben gesagt, sowas können sie nicht. Was aber daran liegt, dass sie eben auch so hohe Kosten haben. Die haben ja für so einen Fonds häufig Kosten gerechnet, die 10-mal so hoch sind wie das, was ein ETF kostet. Und dann ist das halt schwierig. Ich glaube, was die Anbieterseite angeht, ist es schon so, dass die Bereitschaft da ist, auf die Garantie zu verzichten. Die Befürchtung ist halt dann, das geht zulasten der Kosten. Ne? Aber wenn man ja Kostendeckel macht und das mit der Garantie, dann könnte es ja vielleicht irgendwo hinkommen. Aber jetzt. Also die Frage ist, also wenn man das Papier liest, das ist ja ganz spannend. Da gibt es ja diesen Vorschlag, könnte man das nicht sozusagen so machen, wie die Skandinavier das machen. Ja. Und die Schweden und die Norweger. Staatsfonds. Die haben ja auch, die haben sozusagen, da sucht der Staat eine Fondsgesellschaft aus, die das dann macht, die dieses Altersvorsorgegeld anlegt und die dafür sorgt, dass sich das mehrt. Und da geht es auch rauf und runter, was ja auch an der Börse ist, aber die Kosten sind bei 10% dessen, was in Deutschland üblich ist. Ja. Das heißt, aber das war jetzt nicht so richtig gewünscht von den Anbietern. Die wollen das lieber sozusagen auf der Individualebene weiterhalten. Auch auf der Individualebene könnte man bei den Kosten runtergehen. In den USA gibt es Pensionsfonds für Lehrerinnen und Lehrer, wo die Kosten bei 5 Basispunkten, also 0,05% im Jahr liegen. Bei uns in Deutschland ist bei einem Fonds, bei einem gemanagten, sind 1,5% Klar. Kosten durchaus üblich. Ja. Und auch noch bei einem Indexfonds sind 0,2 bis 0,3% Kosten üblich. Also meine Wunschlösung wäre ja, dass auch möglich wäre, ein eigenes Depot einfach zu führen, ne? In so einem Altersvorsorgemantel, ja. wo man sagt, okay, ich bin eigenverantwortlich dafür zuständig. Geht nicht für jeden, ist mir klar, aber für diejenigen, die halt aufgeklärt sind, finanzaufgeklärt sind und auch selbst sich das zutrauen, wäre das für mich eigentlich die Wunschvorstellung, dass ich das selbst ein bisschen in die Hand nehme und dann auch selbst für verantwortlich bin. Steuerlich gefördert mit Zulagen. Das gab es als Vorschlag vor 20 Jahren übrigens auch schon. Und dann haben sich die damaligen Rot-Grünen nicht daran getraut, weil sozusagen in dem Prozess, als es um diese Frage ging, wie man Riester bauen kann, ist die Dotcom-Blase geplatzt. Ja, okay. Und das ganze schöne Anlegen an der Börse, was man sozusagen sich ja so vorgestellt hatte, weil in den 90er Jahren die Börse ja auch schön lief, war gerade in den Jahren 2001 bis 2003, 2004 nicht so populär. Da haben sie sich einfach nicht getraut, das zu machen, weil natürlich wäre das schön, zu sagen, okay, du kannst das Geld da reinmachen, du kannst das da vermehren, du musst auch keine Steuern auf Renditen da bezahlen, solange du das da drin lässt, sondern erst, wenn du es entnimmst, also erst, wenn du zum Beispiel in Rente gehst und dann regelmäßig da Geld rausnimmst. Das ist, wäre ein guter Vorschlag. Auch der Vorschlag, der da drin steht, da sind sie sich sogar alle steht einig auch drin, gewesen. Ja. Man könnte
ja auch dafür sorgen, dass die Leute mit 65 oder 67 entscheiden können, ob sie das Geld alles auf einen Schlag rausnehmen oder ob sie das monatlich machen oder ob sie es zum Beispiel am Anfang rausnehmen und dann hinterher sagen, okay, ich warte mit der gesetzlichen Rente bis 68 und verbrate das Geld in den ersten Jahren, dann kriege ich mit 68 sowieso einen ganzen Schluck mehr gesetzlicher Rente und auf die Art und Weise habe ich das auch vernünftig abgewickelt. Das kann man, lässt sich alles denken. Das wäre ein bisschen mehr Eigenverantwortung. Mal sehen, was jetzt bei rauskommt. Also wird ja wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres konkreter werden, ne? Mit dem Riester-Thema. Ja, ich bin mal gespannt, ob die so weit auseinander, wie das im Einzelnen noch ist, wie weit die da jetzt kommen. Also ich guck mal, wir bei Finanztipp gucken dann drauf und wenn irgendwas so weit spruchreif ist, dass man den Leuten sagen kann, kannst du machen, solltest du dich mit beschäftigen oder warte mal 3 Monate ab, da ist jetzt was im Busch und das könnte sein, dass das demnächst deutlich besser geht, dann würden wir das natürlich machen. Im Augenblick sehe ich das noch nicht. Im Moment sage ich auch, Leute mit ganz schlechten Verträgen, ja, was kann man jetzt tun? Einfach mal abwarten, was kommt. Ne? Vielleicht ist da jetzt demnächst eine Option da. Vor allen Dingen nicht kündigen. Kündigen, ja. Genau, weil die Zulagen also halt weg sind. Vor allen Dingen, wenn es um Riester konkret geht, weil da wären ja dann sozusagen sowohl die Förderung als auch die Steuervorteile wären weg und das wäre das ist eine Schnapsidee. Im Zweifel jetzt mal eine Zeit lang beitragsfrei stellen und dann gucken, wo man hingeht, wenn der Vertrag denn ganz bescheiden ist. Und wenn man viel Förderung kriegt, um Himmels Willen, dann nimmt man eben die viele Förderung mit, auch wenn das Produkt selber gerade nicht so viel Rendite erwirtschaftet. Ja, man kann ja auch einen Anbieterwechsel durchführen zum günstigeren Anbieter. Das geht beim Riester. Man kann Wohnriester, man kann Kapital entnehmen, ne, für die selbstgenutzte Wohnimmobilie zur Entschuldung. Hat dann auch wieder. Oder wenn man eine Heizung einbauen muss. Für die Heizung auch. Ja, also wenn ich an meiner Immobilie was machen muss, ja, natürlich, das muss gehen. Okay. Das ist ja wird ja da behandelt wie Bausparvertrag. Ne? Also wenn ich das mache, wenn ich da was machen muss am Haus, dann könnte ich das auch machen. Okay, also es gibt da ein paar Optionen, die man eben hat und das ist zumindest mal etwas Positives, dass es da so ein paar Handlungsalternativen halt noch gibt. Es gab da jetzt im Vorfeld eine Mail, die ich bekommen habe. Ich soll dich doch bitte mal fragen, wie du das siehst, wie das damals war bei Finanztest, damals noch unter deiner Leitung. Okay. Uni-Profi-Rente wurde da stark gelobt, war auch Finanztest-Sieger. Ich kann mich auch noch erinnern, dass das eigentlich ein gutes Produkt immer war, laut Finanztest. Und es ist ja auch nicht per se schlecht. Ja? Man muss aber auch vielleicht sagen, es gibt da auch ein paar Besonderheiten. Wie siehst du das im Rückblick? Uniprofi-Rente, war das so gutes Produkt? Das war damals, also vor, ist ja fast 20 Jahre her, auch vor 15 Jahren noch, war das Produkt, wenn man als einen Riester-Vertrag machen wollte mit Fonds, war das Produkt der Wahl. Weil tatsächlich der Fonds, mit dem die das gemacht haben bei Union, das sind ja Volksbanken und Raiffeisenbanken, das war der Uni Global, das war ein guter Fonds, der auch jenseits von der Frage, ob man damit geriestert hat oder nicht. Uni Global ist gar nicht so schlecht, immer als ein guter Fonds galt. Immer noch. Das war gut zu machen. Und was dann passiert ist, also eigentlich ist das alles bis 2015 ungefähr relativ, das ist dann an der Börse rauf und runter gegangen, aber das ist es ja, das geht ein bisschen rauf und runter, da hätte man auf die Dauer auch eine gute Rendite damit gehabt. Und dann kam diese Niedrigzinsphase und dann wurden die alle fürchterlich nervös, auch bei Union, und haben an diesem Vertrag 2015 und 2017 ganz viel rumgeschraubt. Und ich weiß, ich war damals schon bei Finanztipp und wir haben damals 2015 den Leuten gesagt, wenn euer Vertrag gut ist, also euer Vertrag von der Uni-Profi-Rente, und ihr habt da schon recht viel Geld drauf und ihr habt auch schon eine ordentliche Rendite realisiert da, dann widersprecht dieser Veränderung. Man konnte nämlich der Veränderung damals widersprechen. Du meinst, die Veränderung war, dass die umschichten, ne? Die Veränderung war, wir schichten das jetzt um in einen anderen Fonds, da gelten dann andere Regeln, da kommt dann auch mehr Rentenpapiere rein und das sollte dann das Ganze alles sicherer machen. Aber das nimmt natürlich dann auch eine Menge an Renditechancen weg. Und wir haben den Leuten gesagt, also wenn es irgend geht, bitte nicht zustimmen, widersprechen, einfach so bleiben. Bei Finanztipp jetzt, ne, war das dann? Ja, das war Finanztipp dann schon. 2000. Ja, da war ich jetzt nicht mehr bei der Stiftung. Ich weiß gar nicht, was die dazu empfohlen haben, aber
ich hoffe eigentlich, dass die sowas Ähnliches auch empfohlen. Da müssen wir mal nachdenken. Das Problem bei Uniprofi-Rente, aber auch bei Fairriester, was ja auch mal eine Zeit lang immer wieder empfohlen worden ist, war, dass die, wenn sie umgeschichtet haben, fast immer im Tiefpunkt umgeschichtet haben. Die Aktienmärkte krachen ein, die schichten um aus dem Aktienmarkt in den Rentenmarkt und die Erholung geht komplett flöten. Das ist so auch ein Garantieproblem wiederum bei Priester. Aber ja, das war der Riesennachteil bei ganz vielen Verträgen. Ja, aber das war genau der Punkt. Die haben das ja eingeführt nach stärker, dass sie das machen. Und deswegen haben wir damals gesagt, bei allen, die einen alten Vertrag haben mit einer ordentlichen Rendite, da gab es die Notwendigkeit zum Umschichten dann gar nicht. Also das heißt, wenn man relativ viel über Wasser schon war, wäre man nicht in die Verlegenheit gekommen, mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt umzuschichten. Und deswegen haben wir gesagt, wenn es irgend geht, mach das nicht. Weil genau das passiert nämlich bei dem, also das ist ja am gravierendsten nochmal passiert, wenn in dieser Corona-Frühjahr, wo innerhalb von einem Monat die Aktienfonds ins Bodenlose gefallen sind, also, dann hat man alles umgeschichtet und nach anderthalb Monaten waren sie quasi fast wieder auf dem alten Stand und beim Umschichten ist das dann da ziemlich in die Grütze gegangen. Aber da waren wir schon, Das sind so die Besonderheiten. Ich habe Verträge gesehen von Ehepaar, wo der Mann, glaube ich, hat einen größeren Puffer gehabt und die Frau einen kleineren Puffer. Ne? Und mit dem kleineren Puffer ist die bei dem Corona-Crash komplett umgeschichtet worden. Der Mann gerade so nicht. Ne? Der hat gerade so die Kurve bekommen und hat natürlich jetzt viel höheren Aktien oder viel höheren Vermögensstand wie jetzt die Ehefrau. Und da fällt es halt besonders auf, wenn dann zwei Verträge parallel laufen. Ne? Und das kann der normale Anleger, der versteht das ja dann in dem Moment nicht. Ne? Die hat also ungefähr so viel eingezahlt wie er, hat deutlich, deutlich weniger drin. Und das lag eben an diesem Automatismus. Genau, aber das war natürlich, also das ist ein Teil Garantieproblem, aber es ist ein Teil natürlich auch, wie immer, auch ein Timing-Problem dieser Finanzdienstleister. Die wollen ja immer im Wesentlichen ihren Hintern retten und nicht ihre Anleger. Das gab es an anderen Stellen auch schon. Also es gab, wenn man jetzt nochmal zurückgeht zur Dotcom-Blase 2002, die war ja auch für den DAX viel schlimmer sogar als die Finanzkrise 2008, 2009. Da hat der DAX 75% fast verloren 2002. Ja. Wenn man da reinschaut, warum? Unter anderem auch deswegen, weil die Allianz immer gesagt hat, wenn der DAX nicht unter 3000 fällt, haben wir kein Problem. Und alle Spekulanten dieser Welt haben sozusagen gegen den DAX spekuliert, um die Allianz unter Wasser zu drücken. Hat auch geklappt. Und die haben eben auch ihre Aktienanteile, größere Teile verkaufen müssen an der Stelle. Also von daher, ja, und das ist das Problem von Garantien per se. Mhm. Aber deswegen ist es auch sicherlich, empfehlen wir bei Finanztipp auch im Zweifel, ein ETF zu kaufen. Aber im weltweiten Marktbreiten hat man dieses Garantieproblem nicht. Mhm. Aber damals, als man das angefangen hat, waren die Leute nicht bereit, auch vor dem Hintergrund der Dotcom-Blase, der gerade geplatzten. Also die haben da gerade mal eine Krug gesehen immer, ne? Und gedacht, was habe ich da nur angestellt am Aktienmarkt, wenn sie beim Telekom-Aktien gekauft haben und wollten sowas nicht für ihre Altersvorsorge. Ja, das steckt bei vielen noch in den Knochen drin, was man da so erlebt hat in der Vergangenheit. Ja, aber du sagst ganz richtig, ETF, sparen, breit gestreut, wichtiges Thema, das haben ja auch viele für sich entdeckt. Stufe 2 von dem Ganzen, Level mehr, ist vielleicht das Ganze nachhaltig zu tun. Und du hast ja ganz aktuell auch im Spiegel, schreibst ja eine regelmäßige Kolumne, ist sehr interessanter Artikel, kann ich auch gern verlinken, wo es um das Thema geht und konkret wie immer gehst du auch ganz konkret auf einzelne Produkte auch mal ein. Wie siehst du das generell? Ist das für dich sehr wichtiges Thema, das Nachhaltige in der Geldanlage? Kann man das wirklich so konsequent umsetzen mit passiven Fonds oder würdest du sagen, ja, richtig geht es eigentlich nur mit den aktiven und die sind halt ziemlich teuer? Also erstens ist es wichtig, weil wir können nicht auf der einen Seite die ganze Zeit über Nachhaltigkeit nachdenken und darüber nachdenken, wie das vernünftig gemacht werden sollte und dann gerade bei der Geldanlage das ausblenden. Das ist nicht vernünftig. Dann ist die Frage, wie kann man das einfach machen? Weil wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass viele von diesen Dingen nicht so einfach sind und dass die meisten Leute wollen sich ja nicht regelmäßig mit ihrer Geldanlage beschäftigen. Und die allereinfachste Variante ist tatsächlich, ich sage dann immer, hellgrüne Indexfonds zu nehmen. Das ist dann eigentlich so, also in so einem weltweiten Indexfonds auf den MSCI, da sind 15, 16, 100 unterschiedliche Firmen aus über 20 Ländern drin.
Und in der hellgrünen Variante gehen die für den hellgrünen Index gehen die eigentlich nur hin, die Indexbauer und damit eben auch dann die Fonds hinten dran und sortieren einfach 3/4 von denen, die nicht so grün sind und die nicht so sozial sind und die ihren Vorständen viel Gehalt zahlen, wenn sie wenig Rendite erwirtschaftet haben, sortieren sie aus und behalten nur das Viertel, was ökologischer ist, was sozialer ist und was vernünftig gemanagt wird. Um noch mal so eine Vorstellung davon zu geben, wer dann rausfällt, da fällt zum Beispiel Amazon raus, weil dann gesagt wird, also naja, der Umgang mit Gewerkschaften bei diesem Giganten ist schon mindestens diskussionswürdig, wollen wir dann bei dem besten Viertel nicht dabei haben. Da fällt Meta raus, also Facebook, Instagram, WhatsApp. Niemand nutzt WhatsApp, weil wir sind ja alle die großen Datenschützer, kommt in der Republik also nicht vor. Mhm. Aber ja, die doch WhatsApp nutzen, haben dafür gesorgt, dass diese Firma durchaus einen relevanten Börsenwert hat. Ja. Und die ist ehrlich gesagt von diesen Tech-Giganten auch eine von denen, die mit der Ökologie, also mit Stromsparen und Energiesparen, grün sind. Eher vorbildlich umgeht. Mhm. Aber trotzdem sind die nicht drin, weil diese Datenschutzfragen, die sind dann schon so, dass man eben diese Firma nicht dabei haben wird. Und auch Apple ist nicht dabei. Da muss man mutmaßen, weil das nicht so ganz genau sozusagen aus der Bewertung hervorgeht. Ich habe die Bewertung in dieser Spiegelgeschichte verlinkt, warum die, also die sind ja hierarchisiert dann, warum welche rausfallen. Das ist da schon eine Entscheidung. Das ist schon in den Erden wohl, also um diese Frage, was man für einen Bergbau eigentlich für Handys betreiben muss, was bei Handyherstellern ja dann immer ein schwieriges Problem ist. So, und die sind nicht dabei und trotzdem hat man mit diesem hellgrünen Indexfonds in den letzten Jahren die gleichen Renditen, in den allerletzten Jahren zum Teil sogar höhere Renditen erwirtschaftet als mit dem klassischen Fonds. Das heißt, man muss nicht auf Rendite verzichten und kann wenigstens diejenigen, die also besonders unsympathische Geschäftsmodelle haben, schon mal aussortieren. Mhm. So, das geht ohne großen Aufwand. Danach wird es aufwendiger. Man könnte jetzt im nächsten Schritt hingehen und sagen, reicht mir nicht, ich will keine Autokonzerne mehr dabei haben, ich will auch keine Flugzeugkonzerne dabei haben und ich will keine Chemiekonzerne, die bestimmte Sachen machen, will ich auch nicht dabei haben und sehr streng sortieren geht. Es geht ja um diese Ausschlusskriterien, ne? Also bei Finanztests ist es ja auch immer so, da wird dann halt gesagt, okay, die sind zwar grün, also wie du sagst, hellgrün vielleicht, die richtig dunkelgrün, wo jemand auch genau drauf guckt und dann eben auch wirklich 100% Ausschlusskriterium einhält, die kosten halt auch eine Menge Geld, ne? Also vom Ausgabeaufschlag mal abgesehen, auch die laufenden Kosten sind enorm. Okay. Ja, wobei, da muss man zwei Dinge sagen. Also erstens, ja, das ist so. Und das ist halt ein Problem, weil die haben ja auch mehr Kosten. Also wenn sie sich intensiv um das Sortieren kümmern und um das Aussortieren und um die Firmen im Blick zu behalten und was die möglicherweise irgendwo weltweit machen, was sie nicht machen sollten, dann kostet das Geld. Aber die Kosten, die da dran hängen, die sind ja nicht nur die, weil man mehr Managementkapazität draufwirft, weil man sich genauer beschäftigt, sondern es sind auch die, weil die wie alle aktiven Fonds so eine unangenehme Angewohnheit haben, wenn ihnen das ihre Hausbank verkauft, dann bekommt die Hausbank jedes Jahr nochmal wieder Provision von diesen sogenannten Managementkosten einen Teil, manchmal mehr als die Hälfte zurück als Rückvergütung und deswegen verkaufen müssen die dann 2% kosten statt 1%, weil die Hausbank wieder Geld zurückbekommt. Mhm. Das ist eben, das Ganze sorgt dann dafür, dass das Ding 2% Kosten hat. Und wenn ich 2% Kosten habe und der andere hat nur 0,25, dann muss dieser Fondsmanager, der Arme oder die Arme, jedes Jahr 1/3% mehr erwirtschaften, um nur gleich auf zu sein mit dem klassischen Indexfonds. Und das gelingt eben wenig. Und wir haben uns das auch nochmal angeguckt und das ist auch bei den gemanagten, also harten Ökofonds oder dunkelgrünen, so die haben auch das verwaltete Vermögen verzweifacht, zum Teil verdreifacht, aber der Index hat in der Zeit vervierfacht. Also das heißt, man muss da tatsächlich mit einem mit weniger Rendite Stand heute Vorlieb nehmen, jedenfalls so wie die Konstruktion ist. Und dann ist wirklich dann auch die Frage, wenn ich da richtig hart rangehe, dann kann ich natürlich auch sehr deutsch öko sein. Wir haben das in Deutschland nämlich immer so gemacht, dass wir das Geld gar nicht an die Börse getragen haben, um einen ökologischen Fonds da zu kaufen, sondern wir haben uns gleich ein Solardach aufs Dach gemacht oder ein großes Windrad mit ein paar Leuten gemacht. Das ist durchaus nach wie vor
hat mehr Impact. Weil die jetzt sogar vielleicht noch einfacher, also wenn sie noch kein Solardach haben, 30 kW Peak können sie aufs Dach setzen jetzt, können dann Strom selber verbrauchen oder verkaufen an den Stromanbieter. Und sie müssen ihr Leben lang das, was sie als Einnahmen haben, nie wieder versteuern. Das hat diese neue Regierung sich ja ausgedacht. Also wenn sie ein Dach haben, sei es eine Garage oder ein schönes Einfamilienhaus oder noch irgendwo eine Scheune oder sowas, 30 kW Peak, also bis 30 kW Peak, dürfen sie das machen. Sie können das auch, sie können es leider nicht so einfach so machen, dass sie jetzt für sich eins machen und für ihre Frau und ihre beiden Kinder, also insgesamt vier. Das geht nicht zur gleichen Zeit, habe ich mir von Experten sagen lassen. Muss man sozusagen alterniert machen. Also erst das erste Jahr Dach und im nächsten Jahr vielleicht das von der Frau oder von der Tochter Meinst du und im jetzt die dritten Jahr auch. Förderung dann, wo man dann bekommt dafür? Ist das so eine Nee, Einspeise? die Förderung ist tatsächlich vor allen Dingen, dass man, also man bekommt ja, wenn man es verkauft, den Strom im Augenblick, also wenn man komplett verkauft, 13 Cent oder irgendwas. Das ist schon ganz ordentlich und man muss, wie gesagt, das Ding kann ja 20, 30, 40 Jahre laufen, womöglich. Muss da sich nie mehr drum kümmern. Das ist der eine Teil der Förderung, ist wirklich super. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass sie das selbst, also einen Teil selber verbrauchen und dann 60% von dem Strom selber verbrauchen. Ich weiß nicht, ob sie die 30 kW Peak wirklich verbraucht kriegen, aber wenn sie ein E-Auto haben und mit einer Wärmepumpe das Haus beheizen und auch sonst aus irgendwelchen Gründen größerer Stromverbraucher schon sind, kann auch das eine attraktive Variante Okay, sein. super. Also da haben wir schon einen konkreten Anlagetipp jetzt schon bekommen, dass das vielleicht auch eine Idee wäre. Also think outside the box, ne? Also auch da vielleicht mal drüber nachdenken als Geldanlage, ne? Als Investment. Und man hat ja auch was Konkretes Das ist davon. genauso, wie ich Leuten, die älter sind, mit ihrer Immobilie immer sage, wollen Sie da drin wohnen Ja, bleiben? genau. Wenn Sie darin wohnen bleiben wollen, dann haben Sie doch, wenn Sie jetzt Geld zur Verfügung haben und auch die Muße dafür haben und auch die Energie, dann sorgen Sie doch dafür, dass Ihr Haus so ist, dass Sie auch drin wohnen bleiben können. Solange es denn irgend geht. Also altersgerechten Umbau, bodengleiche Dusche, dass man überall mit dem Rolli reinkommt und diese Dinge mehr. Also das ist ein Vorteil auch von deiner Vielseitigkeit, dass du ja an viele Aspekte jetzt denkst, ne? Und da kommen wir von dem einen Thema zu dem anderen und das finde ich auch jetzt super und großen Mehrwert für alle, die jetzt da zuhören und zuschauen, auch mal darüber nachzudenken. Und jetzt haben wir schon fast eine Stunde, deswegen frage ich dich, hast du noch ein paar Minuten für mich, weil ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet und es macht wirklich großen Spaß. Ja, lass uns doch mal, also ich habe anschließend Abendessen mit meiner Frau. Okay, wir werden auch jetzt zügig da weitergehen. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich noch unbedingt loswerden will. Das eine ist das Thema, vielleicht auch nur in aller Kürze. Kryptowährung siehst du skeptisch, kritisch, ja? Also würdest du sagen, ist nicht unbedingt so die Anlageform, die jetzt jeder braucht. Ist eher Nein, Spekulation, ne? ist für mich keine Geldanlage. Ich habe also einen netten Tipp da immer. Ich sage, also wenn Sie das Geld sonst ins Wettbüro tragen würden, also ob zu Lotto, Toto oder zur Fußballwette oder was auch immer, dann machen Sie das ruhig mit dem Geld, was Sie da hintragen Also würden Glücksspiel. und gucken Sie, weil Sie lernen eine Menge darüber, wie Blockchain funktioniert, wie diese Technik funktioniert, wie moderne Varianten von Finanzmarkt inklusive aller Betrugsvarianten, die da so vorkommen, funktionieren und was Schlimmeres tun, als das bei Lotto oder Toto zu machen, tun sie sich da mit Sicherheit auch nicht an. Ist besser als auf die Rennbahn. Aber nicht als Geldanlage und schon gar nicht denken, dass man damit irgendwie Altersvorsorge betreiben könnte. Okay. Ist ja ein Thema, da muss man eine Meinung irgendwo vielleicht sich bilden dazu und dann entsprechend ja auch mal, wenn man will, ja auch da ein bisschen mitzocken, aber es muss eben nicht sein. Ich sehe es genauso wie du. Dann wollte ich dich noch fragen. Es gibt Coaches, Finanzcoaches, gar nicht mal so wenige, einige, die ein Angebot haben, wo es dann darum geht, ja, besuch mein Seminar, dann wirst du lernen, wie du 3, 4, 5, 6% pro Monat verdienst. Das klingt so, da gibt es irgendeine Zauberformel, die man nur lernen muss und dann hat man mit diesen ganzen Turbulenzen an den Börsen nichts mehr zu tun. Wie siehst du diese Angebote? Das Angebot, was du gerade skizziert hast, ist unseriös. Okay, Punkt. Punkt. Ja. Weil wer sagt, 3, 4, 5% im Monat, ist einfach unseriös. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass es diesen Markt gibt. Nein, ich habe ein relativ großes Verständnis dafür, dass es den Markt gibt. Wir haben am Anfang unseres Gesprächs darüber geredet, dass in Deutschland immer dieses Vorurteil grassiert, dass Finanzthemen kompliziert seien, dass man das alles nicht so selber könne.
die notwendige Folge daraus ist, dass sich Leute überlegen, wie mache ich denn das? Und da ist sozusagen Lehrer, Lehrerin, also Coach, Neudeutsch, der mit mir oder die mit mir das durchgeht und das mit mir dekliniert, ist ja eigentlich eine folgerichtige Komponente. Klingt also sowas kann man dann machen. Das ist also, und das Problem dabei ist, und das mag auch, und es gibt bestimmt auch welche, die das seriös machen, mit denen man das machen kann, Finanzberatung. Es gibt ja auch Anlageberater, es gibt Honorarberatung. Also es gibt eine Menge von seriösen Angeboten in dem Bereich, wo ich sagen würde, ja, kann man machen, kostet auch Geld, weil so ein Berater, so eine Beraterin will bezahlt werden. Sag mal, du bist ungefähr in der gleichen, im gleichen Preissegment wie irgendwie beim Steuerberater oder beim Rechtsanwalt. Also da bist du schnell irgendwo zwischen 100 und 200 Euro die Stunde, musst du schon rechnen. Das ist auch, wenn das eine seriöse Beratung ist, völlig in Ordnung. Aber Versprechen von 2, 3, 4, 5, 6 Prozent pro Monat, sind einfach ein Hinweis darauf, dass das unseriös ist. Da kann ich nur sagen, Finger weg. Und ich finde ja auch, also das ist immer so, da ist dann der Staatsbürger in mir. Wenn ich das Ding am Wickel kriegen kann und ein bisschen Muße habe, dann kann man auch mal den einschlägigen Behörden Kenntnis von diesem Angebot geben. Und mal gucken, ob die nicht von der BaFin oder von sonst irgendeiner Behörde den Anbieter an der Stelle aus dem Verkehr ziehen können. Ja, gehört dazu, vor allen Dingen, wenn der Schaden dann immer größer wird, immer mehr Leute fühlen sich angezogen davon und dann ja, kann der Schaden eben irgendwann recht groß wobei, werden. Wobei, das ist wirklich auch, also da habe ich jetzt auch ein bisschen, ich stehe da ja auch ein bisschen manchmal baff davor und frage mich, wie man denn auf den Gedanken kommt, dass sowas so seriös funktionieren kann. Aber das ist das Gleiche, wie es Menschen gibt ja, die brauchen einen Porsche, um glücklich zu sein. Manche Leute verstehe ich halt. Ich muss auch nicht jeden verstehen. Und wer denn sozusagen viel Geld hat und damit viel Geld versenken mag, der mag das dann bitte tun. Aber wenn Sie wenig Geld haben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie nicht so viel Geld haben und das Geld wirklich brauchen für Ihre Altersvorsorge oder für Ihre Familie im Alltag, dann machen Sie so einen Unfug nicht, sondern informieren Sie sich ordentlich bei Finanztipps, gehen Sie zu einem ordentlichen Honorarberater, wenn Sie das Geld dafür überhaben und machen das da und beschäftigen sich selber. Sie können das alles auch selbst. Ja. Vielen Dank für diese klaren Worte. Damit ist das Thema auf jeden Fall auch ausreichend beantwortet von dir. Und ich würde jetzt gerne mal noch auf die Fragen eingehen, die mir geschickt worden sind von meinen Zuschauern, die ich da was fragen wollten. Und zwar, ich fange an mit dem Ken Griffey, das war jemand von YouTube jetzt. Er schreibt, ich würde mir wünschen, dass Herr Tenhagen einmal auf das folgende Thema eingehen würde. Wiederholt wurde ich in den vergangenen Jahren von potenziellen Stromlieferanten abgelehnt. Meines Erachtens aus vorgeschobenen Gründen wie Unterdeckung auf Wunsch können Nachweise von Wunderwerk oder Enstroger nachgereicht werden. Also es geht darum, wenn jemand eben immer wieder vergleicht, ne, wie die Strompreise sind. Der wahre Grund liegt meines Erachtens in der Einrichtung einer Datenbank-Auskunftei der Stromanbieter, die sie auf unliebsame Verbraucher abfragen. Unliebsame Kunden sind in diesem Kontext Verbraucher, die jährlich, wie von unserer Regierung und Verbraucherzentralen propagiert, den Anbieter wechseln. Also wer macht's? Also viel machen's ja, ne? Wechseln da regelmäßig den Anbieter. Ja. Offenbar gibt's da irgendeine Datenbank dahinter, wo jetzt die Anbieter reinschauen und offenbar dann unliebsame Verbraucher, also vielleicht die Finanztipp-Leser auch, ja, nicht haben wollen als Kunde. Kannst du das bestätigen und wie kann man sich da wehren dagegen? Also das Maximale, was man machen kann, ist immer, wenn man sozusagen einen solchen Vertrag kündigt, dann gleich auch denen mitteilen, sie mögen bitte alle Daten zu diesem Vertrag löschen. Naja. Weil die gehen tatsächlich auf die Daten, die sie womöglich, also wenn man bei einer anderen Tochter dieses Mutterkonzerns nochmal unterwegs gewesen ist, dann gleichen die zum Teil Daten ab und versuchen das auf die Art und Weise. Ich würde immer versuchen, dafür zu sorgen, dass man, also wenn ich die Vertragsbeziehung mit einem Anbieter beende, dass der möglichst alle Daten löscht. Und dann ist man schon relativ weit. Und dann kann das immer noch vorkommen, aber das jedenfalls hilft ein ganzes Stück. Also separates Schreiben, bitte löschen Sie alle meine Daten jetzt, wo ich kein Kunde mehr bin. Und dann Hinweis auf das Bundesdatenschutzgesetz oder DSGVO. Die Grundverordnung, bitte alle Daten, die gelöscht werden können, jetzt löschen. Guter Tipp, muss ich auch selbst beherzigen in Zukunft, weil, ich meine, jetzt von Anbieterseite gedacht, logisch, die wollen ja nicht dauernd die Wechsler, ne? Aber es ist eben nicht irgendwie, es ist nicht fair. Das muss man ja,
Also ich verstehe das schon ein Stück weit. Also das ist ja ein Teil des Problems. Die bieten dann einen Treue, Bonus Bonus, an, wenn genau. man da anfängt. Und der Bonus sorgt dafür, dass der Stromvertrag oder Gasvertrag im ersten Jahr nicht kostendeckend ist für den Anbieter. So, und der Gesetzgeber ist ja auch ein bisschen hat das nicht zu Ende gedacht. Es ist nämlich so, wenn der Bonus wegfällt im zweiten Jahr, dann ist das keine Preiserhöhung, man hat also kein Sonderkündigungsrecht, und die setzen im Grunde darauf, dass der Bleibt. Kunde blöd ist und bleibt und im zweiten Jahr dann das, was im ersten Jahr gefehlt hat, bezahlt und für das zweite Jahr noch was obendrauf bezahlt. So. Und das ist das Geschäftsgebaren mit einem Bonus, der dafür sorgt, dass es sich nicht rechnet, ist halt schwierig. Und natürlich wollen die nicht, dass der dann nach einem Jahr geht und in 2 Jahren wiederkommt und den nächsten Bonus abgreift. Ja. Okay. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Jetzt kommen wir zu dem Community-Mitglied Fritz, der schreibt: Mich würde sehr interessieren, wie er die Entwicklung der Finanzbildung einschätzt bei den Jungen, den Mittleren und den Älteren. Sieht er das auch so, dass es unzählige Angebote gibt und zu wenig Nachfrage? Nee, zu wenig Nachfrage würde ich nicht behaupten. Also mein Eindruck ist, dass durchaus auch bei den jungen Leuten das eine rege Nachfrage danach gibt. Wir haben bei Finanztipp tatsächlich eine Studie gemacht und haben also eine bevölkerungsrepräsentative Befragung gemacht. Was wissen die Leute eigentlich über die Finanzmärkte und also bei uns dann immer über konkrete Fragen. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich das Produkt so verzinst bezahlen muss und so verzinst bezahlen muss? Was ist denn günstiger? Ab wann muss ich eigentlich Dispozinsen bezahlen? Und solche Fragen haben wir gestellt. Und das interessante Ergebnis war, also es gibt mehrere interessante Ergebnisse. Also leider Männer im Schnitt besser als Frauen. Ältere bei allen Kreditfragen deutlich besser als Jüngere. Jüngere aber, was diese Fragen Aktienmarkt, Geldanlage angeht, besser als Ältere. Und sozusagen höherer Bildungsstand hilft tatsächlich. Und es ist aber tatsächlich so, dass in manchen Bereichen 50% der Leute ganz simple Fragen nicht beantworten können. Die wissen also nicht, ab wann sie Dispozinsen zahlen müssen. Ob die das ab dem ersten Euro im Dispo oder erst nach dem ersten Jahr oder solche Fragen können nicht richtig beantwortet werden. Und das ist schon auch ein bisschen erschreckend, und spricht dafür, dass wir da eine ganze Menge mehr tun könnten. Und das ist nun wieder eine Frage. Also die Bundesforschungs- und Bildungsministerin hat das ja auch auf ihre Fahnen geschrieben. Aber eigentlich ist das nur begrenzt ihr Job, weil das müssen die Länder Bildungsministerien eigentlich machen. Und ich mache seit 15 Jahren auch immer mal wieder Programme mit Schuldnerberatern und so und mit Institutionen, die Jugendbildung im Finanzbereich machen. Wir machen ja selber auch ein Wasser in dem Nicht Bereich. gesehen. Und meine Erfahrung ist, jedes Verbraucherministerium eines Bundeslandes will das. Die meisten Finanzministerien eines Bundeslandes wollen Richtig. das. Diejenigen, die nicht mal zur Tagung kommen, sind die aus dem Kultusministerium, die eigentlich zuständig Ah sind. ja, Das interessant. ist eine, wie soll ich sagen, eine wirklich schwierige Gemengelage. Und Warum ist das so? Hast du eine Erklärung dafür? das ist Kultusministerium? die größte Landesbehörde. Ich weiß es nicht. Wir haben ja seit 20 Jahren PISA. Und die PISA-Ergebnisse, wir haben sie sogar, wir haben es da schwarz auf weiß. Bei PISA übrigens, bei Finanzinformationen, haben sie nicht auf die Reihe gekriegt, sich richtig anzumelden. Und jetzt, das nächste Mal, soll eigentlich keine stattfinden, keine Finanzinformationsbefragung. Und die nächste sei dann 2029. Man wolle mal sehen. Mit Verlaub, das ist keine Haltung, die ich irgendwo irgendjemand bei mir in der Firma oder in der Privatwirtschaft durchgehen lassen würde. Okay, auch hier klare Worte. Jetzt haben wir noch zwei Fragen, die schaffen wir noch. Das eine ist die Frage, die ist jetzt von Hans. Wie siehst du die zukünftige europäische Geldpolitik? Wird MMT, also die moderne Geldtheorie, also Modern Monetary Theory, aus deiner Sicht auch in Europa an Bedeutung gewinnen? Ist vielleicht jetzt auch eine schwere Frage, ne? Nee, Nee? Okay. find ich auch eine Frage, die wir jetzt hier gar nicht so erklären können. Also da müsste man jetzt erstmal ausholen, was Modern Monetary Theory ist. Würde ich, bitte lassen wir das raus. Vielleicht Lassen wir kannst du raus. auch Vielleicht machen wir mal aufschreiben. irgendwann eine Fortsetzung, ne? Genau, machen wir ein Ich wollte Pro-Seminar. aber die Frage jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, Der Silvio hat noch was gestellt, das kannst du wahrscheinlich schneller beantworten.
Wenn es reinpasst, schreibt er, könntest du Herrn Tenhagen fragen, was er von Weltsparen und Geldanlage bei Banken mit bestem Länderrating hält? Und ich sage auch kurz dazu, da gibt es nicht unbedingt immer so Konsens. Also beispielsweise Stiftung Warentest ist da ja etwas lockerer. Im Verbraucherzentrale-Bereich sagt man dann eher, ja, die deutsche Einlagensicherung wäre eigentlich schon das Ultimative. Wie siehst du das? Da bin ich auch gespannt. Also wir haben bei Finanztipp tatsächlich eine Politik dazu. Wir sagen, wir können die Bonität von Banken nur schwer überprüfen. Mhm. Was wir sehen können, ist, wie die Einlagensicherung in Ländern funktioniert. Und da gibt's nur zwei Haltungen, die man dazu haben kann. Die erste Haltung ist, es gibt eine EU-Einlagensicherung für alle europäischen Länder. Mhm. Und die ist politisch abgesichert, die funktioniert für diese 100.000 Euro. Dann ist es egal, ob ich nach Estland, nach Malta oder nach Hoffentlich funktioniert es. Ja, das ist der Unterschied. Also wir sind da bei Finanztipp tatsächlich ein Stück konservativ und sagen, bei ausländischen Bankenanlegen eigentlich im Prinzip kein Problem, aber wir hätten schon gerne, dass das Land, das dann die Einlagensicherung macht, ein vernünftiges Rating hat, also Doppel-A mindestens. Ja, okay. Und dann bleibt nur Frankreich, die Niederlande und Österreich sozusagen im engeren Sinne und Schweden über. Und da würden wir sagen, das kann man jederzeit machen. Wir würden aber nicht empfehlen, das Geld nach Bulgarien, nach Malta, nach Portugal oder Zypern zu schicken. Ich persönlich gesprochen, also ich glaube, dass die EU es sich nicht leisten kann, dass das in die Größe geht. Aber man muss es nicht drauf ankommen. Gut, der höchste Grad der Einlagensicherung ist wahrscheinlich dann doch Deutschland, aber dann eben im nächsten Step dann halt die... Wir sind jetzt erstmal bei den 100.000 Euro. Ja, ja. Und das nächste ist die Frage, wie gut stehen die jeweiligen einzelnen Banken da? Und wenn ich die Kollegen von Finanzszene heute Morgen richtig gelesen habe, haben die geschrieben, dass jedenfalls nach den Zahlen der Europäischen Zentralbank, die gerade mal wieder so einen Stresstest gemacht hat, die deutschen Banken so grandios gar nicht dastehen. Ja, aber der Staat, der dahinter steht, ist ja das Auffangbecken. Ne? Das sind wir alle. Also ich würde jetzt, deswegen haben wir ja immer, also Deutschland ist sowieso immer in Ordnung. Ich würde auch immer sagen, kann man in Deutschland, man kann Deutschland machen. Aber es ist nicht so, dass deswegen notwendig, also dass man jetzt nur in Deutschland sein könnte und dass das die Franzosen nicht vielleicht auch können. Oder ich sehe halt das politische Risiko. Ne? Nehmen wir Frankreich. Ja? Irgendwie die Regierung wechselt irgendwie in eine extreme Richtung, was ja durchaus vorstellbar wäre. Und dann geht eine Bank pleite und dann heißt ja, Moment mal gerade hier, erstmal die Franzosen. Ne? Lass uns uns mal um unsere eigenen Menschen kümmern. Auch wieder wahr. Kann man das damit beenden, diese Diskussion? Okay. Also auch da muss... Wir haben in Italien haben wir schon so einen Fall. Ja, stimmt. Ist aber noch nichts passiert, ne? Liebe jüngere Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer, eine wesentliche Lektion, die man lernen kann, wenn man nach Großbritannien guckt, ist, beim Brexit haben die unter 40 nicht abgestimmt, weil sie es nicht ernst genommen haben. Die sitzen jetzt da und heulen. Ihr geht doch bitte wählen. Wahlen bewirken schon was, anders als wir Alten das früher sozusagen auf unseren Demos immer erzählt haben. Seid dabei, passt genau auf. Es ist wichtig und es bewirkt was und es hängt auch ganz vieles mit dran, also das kann man nur unterstützen, dass man das nicht so auf die leichte Schulter nimmt. So, und ich würde sagen, jetzt haben wir über ganz viele Themen gesprochen und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast, uns da jetzt so umfassend aufzuklären. Und hoffe auch, dass du weiterhin Spaß daran hast, die Leute aufzuklären, weil es gibt ja noch viele komplexe Themen auch in der Zukunft. Und ja, von daher wünsche ich dir auch für die Zukunft alles, alles Gute, lieber Hermann Josef Tenhagen. Und würde sagen, für heute machen wir dann Feierabend. Genau, wir machen Feierabend und ich würde sagen, dir noch einen schönen Abend und ich gehe jetzt rüber essen. Jetzt wird es Zeit zum Essen, alles klar. Mach's gut also, und bis bald. Ciao, ja, ciao.